Hallo bei Checkpoint. Die Fastfood-Kette hier hinter mir verkauft seit neuestem Currywurst und macht somit den regionalen Currywurstbuden ordentlich Konkurrenz. Aus diesem Grund haben wir uns gedacht, widmen wir mal eine komplette Checkpoint-Folge der guten alten Currywurst. Um näher auf das Thema einzugehen, testen wir erstmal hier die Currywurst von McDonald's. Matthias und ich fahren jetzt hier in den Drive-In von McDonald's und testen dann mal oder essen mal Currywurst. Der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Ab geht's hier zur Bestellung. Oh ja, schon einer bestellt. Ah. Ja, was nehmen wir denn scharf oder Milz? Boah, ist mir ganz egal. Nehmen wir Milz. Ich hätte gerne eine Currywurst. Mit Brötchen oder ohne? Bitte was? Brötchen oder ohne? Mit. Scharf, Milz? Mild. Außerdem? Das war's dann. 2,99 Euro. Ja. So, die Ware ist an Bord. 2,99 hat das jetzt gekostet mit Brötchen. Ich weiß nicht, was es kostet, wenn man das jetzt... Ich glaube, mit Pommes Cola ist noch irgendwie... 5 oder so, ne? 5, ja, ich meine 4,99. Also preislich, ich werde etwas sagen, preislich. Ja, Wucher, ganz klar. So, jetzt kommt der magische Moment. Mhm. Okay, ja. Sieht aus wie eine Currywurst. Ja. Also typisches Muss, das Currypulver. Und wir haben jetzt die Milde genommen. Also ich glaube, es gibt auch eine scharfe. Wobei ich mir, also ich hab ja ein bisschen vorrecherchiert, so als Vollblutjournalist. Und man sagte mir, beziehungsweise ich las, dass es da wohl nicht so allzu große Unterschiede gäbe. Aber das können wir jetzt leider nicht beurteilen. Gut. Dann teste mal. Ich tunke mal ein. So. Boah. Ja? Ein bisschen vom Fleisch her nicht so wirklich bissfest. Ein bisschen sehr... Labberig. Labberig, aber sonst... ja, und schmeckt halt doch... Ziemlich so nach typischem Gewürzketchup oder sonst. Kann man essen. Ist genießbar, meinst du? Ja, ja. Ich wäre dafür, wenn ich da so reinbeiß, dass du dann give me one moment in time. Du warst ja schon laut am Husten hier. Ich weiß nicht, ob es an der Wurst liegt. Ja. Ich teste mal. Ja, genau, ja. Aber genau, ja. Gutes Wort. Nee, mit dem Biss fest, das stimmt. Ja, 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 ist sehr, sehr, sehr dünn, ja. So. Oder ist wirklich sehr labberig so. Labberig, genau. Und die Soße ist so ein bisschen, ja, fast schon süßlich. Hm, ja. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, ja. Also man kann nicht sagen, dass die scheiße schmeckt. Kann man sich kaufen, kann man essen, ist genießbar. Aber ist natürlich nicht vergleichbar mit einer... Currywurst an der Bude um die Ecke. Ne? Ist halt so eine... Ja, ich sag mal, die Wurst schmeckt so ein bisschen wie die Witze von Mario Barth. also jetzt nicht richtig scheiße, aber schon so ein bisschen durchgekaut irgendwie. Alles schon mal gehört. Alles schon mal gehört und lustig ist es auch nicht. Oder schon mal gegessen. Nein, so schlimm ist es nicht. Nein. Es ist genießbar, aber es ist halt ja, und auch vor allem auch sehr mainstreamig so. Ne? Es ist halt so eine typische Mainstream-Wurst. Also ist jetzt nichts Besonderes. Kommt halt vom Fließband und so schmeckt sie dann letztendlich auch. Ne? Aber ne, ist okay. Aber ne, ich würde sagen, da würde ich meine 2,99 dann doch lieber an der Bude um die Ecke ausgeben. Oder für 3 Cheeseburger. Oder für 3 Cheeseburger. Ja. Okay. Hier, wollt ihr auch noch was? Was ich allerdings als echter Ruhrpottler auch noch wirklich zu bemängeln habe, ist, ich möchte meine Currywurst eigentlich nicht in so einer Burgerverpackung haben. Da gehört vielleicht ein McRib oder sowas rein, aber ich möchte eigentlich selber meine Currywurst in so einer Verpackung wie auf dem Bilde gerne essen. Und... eventuell noch im Restaurant, vielleicht so auf dem Teller mit Messer und Gabel. Das geht auch, aber so eine Verpackung hier, die passt irgendwie gar nicht.
So, und es gibt auch noch Leute, denen geht diese McDonald's-Aktion gegen den Strich. Und die haben eine Initiative gegründet, die heißt Save the Currywurst. Und mit einem von den Gründern treffen wir uns jetzt. Wir stehen jetzt hier mit Christian von der Agentur 12 Quadrat. Die hat die Initiative Save the Currywurst ins Leben gerufen. Christian, was ist das denn überhaupt genau? Ja, das ist unser kleiner Beitrag dazu, die Currywurst im Ruhrgebiet, aber auch in Berlin und anderen Orten zu retten, nachdem wir gehört haben, dass McDonald's, der Fastfood-Riese, eine Currywurst am Fließband rausbringt und testen will 6 Wochen lang. Wir haben, als wir davon gehört haben, unsere normale Arbeit stehen und liegen gelassen, haben ein Logo gezeichnet, Text geschrieben und eine Facebook-Seite gegründet. Und erstmal versucht, im Bekannten- und Freundeskreis die zu verbreiten und sind dann im Zuge an die Medien getreten. Gut, und wie wird die Facebook-Seite so von den Usern angenommen? Ja, also das hat uns total überrannt. Da, der Zuspruch wächst, also die Zahl wächst erstmal von Tag zu Tag. Mittlerweile sind es 3000 nach 10 Tagen. Und ja, die Seite wird sehr gut angenommen. Die ist eine rege Beteiligung der Leute, die sich zu dieser Thematik äußern und die Seite loben oder ihre Unterstützung anbieten. Wir bekommen mittlerweile täglich Anrufe sogar und Fanpost per Postkarte ist sogar erschienen. Also völlig bekloppt, aber auch sehr schön. Christian, warum ist es denn eigentlich lohnenswert, die Currywurst zu schützen? Ja, jeder kennt das ja, dass er mal bei irgendeiner Pommesbude oder Currywurstbude war. Entweder eine Lieblingsbude, wo er sehr gerne isst, wo er was ganz besonders Tolles bekommt, schon seit seiner Kindheit. Oder auch mal in irgendeiner Pommesbude, wo er dachte, mein Gott, warum war denn noch nicht das Gesundheitsamt hier und hat die geschlossen? Aber eigentlich ist es egal, weil alle haben gemeint, dass man da eine Überraschung erhält, was ganz Individuelles. Ne, das ist nicht immer toll, aber es ist mal was Eigenes. Und wenn jetzt die Currywurst am Fließband erscheint, dann ist das so eine genormte, immer gleiche Version einer Currywurst. Und wir finden, da geht einfach was verloren. Und außerdem hat McDonald's so eine extreme Marktmacht. Dazu dann noch die Werbekampagne mit Mario Barth und Bild-Zeitung und so. Da haben auch viele kleine Bütchen gar keine Möglichkeit, sich gegen zu wehren oder gegen zu stemmen. Und da haben wir gedacht, da muss irgendeiner denen unter die Arme greifen. Das Besondere an der Currywurst im Ruhrgebiet ist natürlich die Soße. Wir sind heute hier bei Mirko und Mirko, die produzieren nämlich ihre eigene Soße, die Pottcurry heißt. Mirko, wie seid ihr denn auf die Soße überhaupt gekommen? Ja, das war eine zufällige Idee. Ich war zu Gast hier im Hopfengarten, habe die Currywurst bestellt und wollte direkt den Besitzer sprechen, weil die Soße hat so gut geschmeckt. Da habe ich ihm vorgeschlagen, sollen wir daraus nicht ein eigenes Produkt machen. Das haben wir schnell beschlossen, hatten wir auch sehr schnell einen Namen und haben uns auf ein Gefäß geeinigt und daraufhin habe ich mit meiner Marketingagentur ein Produktdesign entwickelt, da eine Internetseite, Etiketten und so weiter. Und der Mirko hat dann hier im Hopfengarten eine Menge Soße produziert. Wir haben die ersten Flaschen bestellt und daraufhin haben wir alles in eigener Handarbeit, also die erste Rutsche produziert und hatten dabei sehr viel Spaß. Gut, Mirko, jetzt habe ich gesehen, hier stehen 3 Flaschen. Welche Sorten gibt's? Ja, ganz zufällig stehen da 3 Flaschen und ja, das ist quasi die Soße, mit der es losging. In der Geschichte, das ist unsere Klassik, halt die Currysoße und als besondere Zutat besticht die durch die Tonkabohne und der Tonkabohne sagt man nach, dass die aphrodisierend ist und die Libido steigert, also ist das quasi so das neue Ruhrpott-Viagra und das wird uns nicht wundern, wenn es das dann bald auch hier in den Apotheken gibt. Dann ging es halt weiter mit der zweiten Soße, die basiert auf der ersten, heißt Harakiri, ist noch etwas schärfer und hat einen Wasabi-Anteil und hat dadurch so eine leichte Meerrettich-Note in der Nase und auf dem Gaumen. Und das ist die dritte Soße, unsere aktuellste Kreation, die heißt Hot Honey und ist eine Honig-Senf-Soße mit Chili und Sesam. Und das wären die 3 Soßen. Jetzt sehe ich hier gerade, die Soße ist mit viel Liebe gemacht und ohne Konservierungsstoffe. Was ist denn der Unterschied zu wirklich großen Herstellern und was ist genau drin?
Da stelle ich doch mal eine Gegenfrage, ob Herr Heinz seine Soßen auch im Kühlschrank stehen hat und die jeden Morgen auf dem Frühstückstisch stehen. Ich denke nicht, aber bei mir ist das schon der Fall. Hinzu kommt, dass es kein Industrieprodukt ist, dass es wirklich komplett in Handarbeit gemacht wird. Das unterscheidet uns eben zu großen Firmen. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass unsere Soße sich auch fantastisch zum Kochen eignet. Wir haben es ausprobiert mit Geflügel, mit Rind, mit Gemüse und arbeiten aktuell auch an ganz vielen Kochrezepten, die wir dann jetzt bald unseren Kunden auch zur Verfügung stellen. Und zu der Frage, was da jetzt genau drin ist, das möchten wir natürlich nicht beantworten, denn das wird unser Geheimnis bleiben. Es macht ja McDonald's im Moment seine eigene Currywurst. Was haltet ihr denn davon? Also wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das schon sehr befremdlich, denn ich gehe ja auch nicht zum Metzger und kaufe da Blumen. Gut, und Mirko und du? Nein, also die Currywurst hat schon hier in bestimmten Regionen eine gewisse Tradition und in der Imbissstube sind wir alle gleich. Und mit diesem Bild arbeitet McDonald's, mit dieser wirklich cleveren Marketingstrategie. Und das finden wir natürlich auch ein bisschen komisch. Es ist nicht authentisch und da hat sich McDonald's in ein Bild reingemogelt, mit dem man so natürlich nicht ganz einverstanden sein kann. Jetzt haben wir viel über Soßen geredet. Jetzt habe ich aber gerade auch gesehen, ihr habt sogar eure eigene Currywurst jetzt langsam an den Start gebracht. Ja, dies ist eine kleine Liebeserklärung ans Ruhrgebiet. Und zwar soll unsere Currywurst natürlich nicht den Imbissbesuch komplett ersetzen. Wir haben uns allerdings in einigen Supermärkten Produkte angesehen, die wir dann auch nicht so gut fanden. Und wir wollten da eine eigene Wurst. Wir arbeiten da mit einem ganz tollen Wursthersteller zusammen, der uns den Vorschlag gemacht hat, mit unserer Soße eben ein schönes Produkt zu machen. Und damit wollten wir dann eben auch für zu Hause ein ansprechendes Produkt anbieten. Zeit für unsere letzte Station. Wir haben euch ja auf Facebook gefragt, was eure Lieblings-Currywurstbude ist. Und diese hier wurde ganz besonders oft genannt. Wir sind jetzt hier im Curry-Heini und neben mir steht Anja. Anja, warum glaubst du denn, wurde eure Currywurstbude so oft genannt? Die Qualität. Die Qualität, die Freundlichkeit. Schätze ich mal, so dass das so ist. Die jungen Leute, die kommen hier hin, die sagen, nee, nach McDonald's oder so brauchen wir nicht. Bei euch schmeckt das am besten, ist schön günstig. Ja. Anja, was denkst du denn, was eure Currywurst hier so besonders macht? Ja, ich denke mal hauptsächlich erstmal das Selbstgemachte. Unser Metzger nebenan, der macht die Currywurst. Mhm. In nicht solchen Massen wie vielleicht bei McDonald's. Ja. Bei uns wird die Currysoße noch selber gemacht. Die kochen wir jeden Tag frisch in so einem großen Kessel, die natürlich mit ganz viel Liebe gekocht wird. Dann haben wir jetzt unsere Currysoße. Die machen wir auch in den Flaschen jetzt zum Verkauf. Die dann auf Übersee geht, oder auf Übersee, ne? Auf Übersee geht, die schon in Japan war, in Belgien, in Sardinien, überall war sie schon, ja. Okay. Also weit rumgekommen, ein richtiger Exportschlager. Genau, ich habe schon gesagt, irgendwann, ich sag, stehe ich dann in Hamburg am Hafen mit den riesengroßen Containerschiffen von Curry Heini, wo die Soße dann rausgeht. Jetzt heißt die Bude Curry Heini, wo kommt der Name her? Ja, vom Schwiegervater, der hat das... Wir haben in 48 Jahre haben wir das jetzt, also in 2 Jahren ist Jubiläum, da haben wir 50 Jahre Curry Heini. Da machen wir eine kleine Party auch und ja, und der hat das in Gange gebracht. Ne? Gut. Im Frühjahr hieß das eben so, von seinen Freunden wurde er benannt wegen Curry Heini. Der hieß immer hieß Heinrich und da haben sie irgendwie gesagt, oh, der macht Currywurst, Currysoße und dann gibt das jetzt Curry Heini. Ja. Jetzt habe ich gesehen... ist auch so eine kleine Pilgerstätte für Prominente. Ja. Wer war denn schon alles hier? Ja, hier war Fred Feuerstein, Günther Jauch, da waren wir aber, der hat uns eingeladen, da waren wir bei einer Sendung.
Ja. Haben wir auch Pommes gemacht und Currywurst. Wurden wir auch auserwählt. Und auch wer war noch alles hier? Wie heißt der Fußballspieler da hier? Der Manni Breukmann. Manni Breukmann. Auch wer war noch alles hier? Weiß ich jetzt gar nicht alles so auf Schnelle. Wir hatten einige Gäste hier. Also, einige. Ja. Ja. Jetzt gibt es von McDonald's im Moment eine Aktion. Die produzieren halt selber Currywurst. Was haltet ihr so davon? Schon irgendwas mitbekommen? Selber vom Geschäft hier selber nicht. Also, dass sie uns jetzt wehtun, dass sie eine Currywurst jetzt machen, überhaupt nicht. Erstmal ist sie, finde ich, für 3 Euro einfach zu teuer. Ich sage, es ist, McDonald's ist eigentlich eine Jugend, sag ich mal, eine jugendliche Pommesbude, wo man gut oder billig vielleicht auch einkaufen kann, ne? Aber 3 Euro ist einfach zu teuer für eine Currywurst. Und die Qualität, denke ich mal, ich weiß es nicht, wie die Qualität ist, aber ich denke mal, das wird nicht laufen. Die Soße, das Fleisch, ein Genuss. Sehr, sehr gut. Ich habe den ganzen Tag nur Currywurst gegessen, bin jetzt pappsatt. Ab nächste Woche gibt's nur noch Obst. Was ist eigentlich eure Lieblings-Currywurstbude und was haltet ihr von der McDonald's-Aktion? Schreibt uns das doch mal hier unten in die Kommentare rein. Bis zur nächsten Folge, Checkpot. Ciao.